Servus, Salve und Hallo. Es ist Freitagabend und hier kommt wieder der kleine Clip über den DAX. Aber bevor ich das mache, möchte ich euch den besten Chart zeigen. Und zwar ist das jetzt hier, letzte Woche hat es Peng gemacht, ist das die Zahl der Abonnenten. Das sind 5032. Das finde ich sensationell. Das ist eine Verdopplung gegenüber Januar 2021. Ihr seht hier unten den Chart schön kontinuierlich nach oben. Ich weiß, dass einige meiner Kollegen, die haben da bis zu 100.000 Abonnenten. Ja, freut mich, alles super. Ich bin eine One-Man-Show und ich habe nur den Philipp, der mir ab und zu hilft. Und ich dann bin damit hochzufrieden. Mit diesen 5.000 und auch wenn es 10.000 wären, da kann ich jede Frage, die unterhalb von YouTube gestellt werden, die kann ich beantworten, sofern ich das irgendwie machen kann. Aber ich tue es, wenn es irgend geht. Und ich bin damit echt sehr zufrieden. Ich mache ja keine Eigenwerbung, weder auf YouTube noch auf Facebook oder sonst was. Ich sehe da manchmal Werbung, da frage ich mich echt, was das soll. Und da werden dann sehr teure Trader-Ausbildungen verkauft. Tja, also bei mir kostet ein Seminar 1.000 Euro, das sind 8 Stunden. Und dann kriegt jeder noch eine Face-to-Face-Stunde dazu. Und ich sage das nicht ohne Stolz. Da sind also einige dabei, die jetzt schon selbst Seminare halten oder Webinare im Internet. Der Frank Soleder zum Beispiel, ja, der macht das ganz toll. Also scheint er ja auch was hängen zu bleiben. Ja. Man muss nicht so wahnsinnig viel Geld dafür ausgeben, um Börse zu verstehen. Also das sehe ich zumindest so. Ich bin super zufrieden mit 5032 bei heute hier am Freitag. Und das macht mich echt glücklich. Das ist Anerkennung und Ansporn gleichermaßen. Ich werde am Wochenende werde ich den zweiten Teil reinstellen vom Börsenwissen. Da geht es um Aktienscan und da werde ich auch die für mich wichtigsten Kerzen mit reinmachen. Ich muss verschiedene Themen, die ihr mir aufgegeben habt oder die ihr euch gewünscht habt, muss ich miteinander verbinden. Und der kommt hoffentlich am Sonntagabend da rein. Ja, vielleicht regnet es mal, dann habe ich mehr Zeit. Ansonsten freut mich diese 5 hier vorne noch mehr, weil die Dame meines Herzens muss mich jetzt zum Essen einladen. Und nichts mit Döner um die Ecke oder Pizza, sondern so richtig mit allem drumherum. Und da danke ich euch natürlich sehr für. So, und jetzt gehen wir mal in den DAX. Aber da ist eben tatsächlich noch was dazwischen gekommen und da bin ich echt stolz drauf. Guck mal hier, das ist die Seite von Goldman Sachs in der Türkei. Tada! Also ich halte mich für sehr sprachbegabt, wirklich. Ich spreche alles Mögliche und kann mich in ganz vielen Sprachen auch einigermaßen verständig ausdrücken. Auf Türkisch habe ich außer Bubolk Kaçlira, weiß ich da nicht viel. Und das ist, wie gesagt, ein Interview von mir bei Goldman, übersetzt auf Türkisch. Ich habe gerade eben mal versucht, es laut mir vorzulesen. Weltklasse. Also ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um meine Zunge zu entbändigen. Ja. Da bin ich wirklich stolz drauf. So, jetzt aber zum DAX. Und der sieht, das ist der Tageschart, eine Kerze, ein Tag, der sieht auf den ersten, zweiten, dritten und vierten Blick so aus, als ob der eine Bodenbildung vollzogen hat. Wie komme ich drauf? Zum einen dreht jetzt, das ist das, was ich immer wieder sage, das obere, das der Bewegung entgegengesetzte Band dreht nach unten, eins. Das zweite ist, wir waren am unteren Band, hier waren wir mal draußen, aber wir waren erneut am unteren Band und haben heute deutlicher drin geschlossen und dabei 1, 2, 3, 4 Kerzen vernascht. Also Kerzenkörper vernascht, drüber geschlossen. Das ist ein ganz gutes Zeichen für Momentum, für Impuls, für Akzeleration. Dann haben wir ein noch nicht ganz bestätigtes Kaufsignal über das MACD. Das kommt überhaupt nicht nach bei solchen Bewegungen hier. Und wir werden oder stehen kurz vor einem Kaufsignal der Stochastik. Das gefällt mir alles recht gut. Dann kommt nochmal hinzu, das ist jetzt hier das EUVAX-Sentiment um, was haben wir jetzt, 17.50 Uhr. Das ist aber mal fette Minus. Ja, also da sind auch eine ganze Reihe Shorts unterwegs, die hier nicht hingehören. Und das mag ich. Was kann der DAX tun? Wenn der dieses Momentum übernimmt, ich zweifle, dass das in der Geschwindigkeit so weitergeht, dann ist hier die 20-Tage-Linie bei 13.362 die erste Haltestation, gefolgt von diesem Bereich hier, 13.495. Das ist das zweite. Und dann halt dieser lange Trend, den wir haben seit dem Hoch, der ist am Montag, das ist dann hier drüben, bei 13.783. Das sind die 3 Punkte nach oben. Hätte ich keine Position, müsste ich kaufen. Wäre ich Short, müsste ich schließen. Also das sind alles für mich Argumente für den Markt. Jetzt ist eine Sache, die mir auffällt. Wir, also Deutschland, reagiert erheblich stärker auf die Jobdaten von Amerika als Amerika selbst. Wir sind im Moment bei 3,32% im Plus. Der Nasdaq ist bei plus 1,14 und der Dow ist bei plus 1,1. Das gibt es aber häufig.
Das war zum Beispiel in der Phase 2008 mit der Hausverkauf in Amerika, war das immer so, da haben wir jeden Donnerstag auf diese Zahlen geschaut. Also das ist nicht unüblich, dass das machen, wobei ich 3,32% finde ich ein bisschen viel. Aber es ist so, normalerweise nach so einem Tag ist der darauffolgende, in diesem Fall also der Montag, innerhalb dieser Kerze und hat relativ wenig Bewegung. Aber es ist echt eine Frage der Geschwindigkeit. Wenn er bis Dienstag einschließlich hier wirklich hochzieht, dann hat er sogar durchaus die Chance, bis hier hochzugehen. Im Moment erachte ich das ja als so eine Art Bodenbildung. Es wäre mir erheblich lieber gewesen, wenn wir nochmal auf dieses, wäre schöner gewesen, glatter, ich möchte nicht sagen einfacher, aber wäre einfach schöner gewesen, wenn wir auf das Niveau von 12.400 nochmal runtergekommen wären. Aber ist nicht so. Jetzt kommt noch eins dazu, ich habe eben mal die Aktien durchlaufen lassen. Ich habe jede Menge Aktien, die so aussehen. Viele von denen machen heute einen Hammer, was der DAX jetzt gar nicht mal gemacht hat. Aber generell technisch positiv oder auf tiefem Niveau drehend. Da ist sowas wie Deutsche Bank, MTU, Airbus, Linde, Sixt, Conti, Daimler Truck, Lufthansa. Ja, Lufthansa. Ja, die waren nämlich heute relativ gut, trotz des Streiks. Und da gibt es also eine ganze Reihe davon und da sehe ich keinen Grund, irgendwo mich short zu engagieren. Apropos short, ich habe jetzt hier folgende Scheine mitgebracht. So, einmal ein Call mit der Basis 12.445. Ich gehe hier relativ nah dran. Der muss aber gestoppt werden, wenn wir das Low von gestern, wo ist es hier, bei 12.603 mit Schlusskurs unterbieten. Aber es ist dieser Put hier, die GK73R4. Ist im Moment ein 21er Hebel. Wie gesagt, 12.445. Und bei dem Put, da habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, der liegt hinter dem oberen Band bei 14.102. Im Moment ein 12er Hebel. Das ist die GX8SH3. Für den gibt es momentan keinen Grund. Ich möchte jetzt schauen, wie weit er hier hochgeht. Und ich gehe davon aus, dass er weiter hochgeht. Und dann muss man mal gucken, wie er sich hier oben verhält. Braucht er lange, kommt er wahrscheinlich so beim Hebel 16, 17, 18 auf jeden Fall in Betracht. Geht das schnell und wir machen schon am Montag die 20-Tage-Linie, was ich nicht glaube, dann werde ich den nicht nehmen. Dann lasse ich den einfach erstmal beiseite und konzentriere mich auf die Long-Seite mit dem Call. Also das ist nach wie vor hier super spannend. Und wenn ich es gestern gesehen habe, wie bis 17.30 Uhr alles hier so schwach war, ja, und auf einmal ist alles wieder andersrum. Das ist Börse live. Und ich wünsche euch damit ein Happy Trading und fette Worte. Bye, bye.